Wer seinen Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind gut genug. In diesem Video lernen Sie, wie Sie Ihre Kernaussage finden, wie Sie Ihre Kernbotschaft genau auf Ihren Vortrag ausrichten. Wie finden Sie nun ein passendes Leitmotiv? Wie fassen Sie Ihren Vortrag mit einem einzigen Satz zusammen? Gleich ganz praktisch. Sie arbeiten an einem Vortrag. Picken Sie die Ideen heraus, die Ihnen am besten gefallen. Beginnen Sie nicht mit Ihrer Kernbotschaft. Die finden Sie erst im Laufe Ihrer Vorbereitung. Auch wenn Sie an einem trockenen, theoretischen Vortrag arbeiten, Beispiel, Sie halten einen Vortrag über das wichtige, aber eher trockene Thema, die europäischen Reiseschutzbestimmungen. Auch wenn Sie ein sachliches Thema präsentieren, kreieren Sie Menschen, Figuren, Protagonisten, die in einem Konflikt stehen, für etwas kämpfen. Beginnen Sie zum Beispiel mit einer Story aus Ihrem Leben oder erfinden Sie eine Story. Erfinden wir mal Herrn K. Er muss zu einem Vorstellungsgespräch nach Brüssel. Sein Flug fällt aus. Wenn dem Herrn K. das Vorstellungsgespräch egal wäre, würde sich niemand für Ihre Story, für Ihren Vortrag interessieren. Die Reiseschutzbestimmungen würde sich niemand interessieren. Deshalb schaffen Sie einen Konflikt, so finden Sie Ihre Kernbotschaft. Um einen Wald in Brand zu stecken, zünden Sie ein Streichholz an. Um eine Figur zum Leben zu erwecken, stellen Sie diese in eine Konfliktsituation. Über den Konflikt von Herrn K. kommen Sie schneller zu Ihrer Kernbotschaft, die nun vielleicht lauten könnte: Die Errungenschaften des Rechtsstaates sind für jeden Bürger ein großer Segen. Voilà. So finden Sie auch in einem trockenen Thema eine brauchbare Kernbotschaft. Achtung! Nicht jede Kernbotschaft ist für Ihre Zuhörer gleichwertig. Jemand, der das Thema Auto öde findet, wird mit ihrer Botschaft, japanische Autos sind sauberer als deutsche, nicht viel anfangen können. Daher richten Sie Ihre Zuhörer auf Ihre Zuhörer aus, Ihre Kernbotschaft auf Ihre Zuhörer aus. Es ist wichtig, Menschen in ihrer eigenen Sprache anzusprechen. Machen wir es ganz praktisch. Beispiel. Nehmen wir an, Sie sind eingeladen, einen Vortrag zu halten über Papst Benedikt alias Josef Ratzinger. Ihre Kernbotschaft, die kennen Sie noch gar nicht. Sie machen sich an die Arbeit. Sie bereiten sich vor, Sie lesen ein paar Bücher, Sie schauen sich ein paar Filme an, informieren sich. 5 große Themen gefallen Ihnen. Erstens Ratzingers Jugend, zweitens Ratzingers Karriere in der katholischen Kirche, Ratzingers Sammlungen von Kochrezepten, viertens Ratzingers Theologie, fünftens Ratzingers Jahre als Ex-Papst. Sie wissen, hier wird es leicht, viele gute Kernbotschaften herauszuarbeiten. Sie brauchen also nur herauszufinden, wo waren die inneren und äußeren Konflikte? Wofür hat dieser Mensch gekämpft. Schon werden Sie viele wunderbare Kernbotschaften finden. Zuhörer, Sie halten Ihren Vortrag zum Beispiel vor Psychologen. Sie werden also nicht über Ratzingers Wanderungen in den Bayerischen Alpen erzählen. Sie werden sich zum Beispiel auf Ratzingers Jugend konzentrieren. Hier könnte eine sehr schöne Kernbotschaft sein: Jugendjahre bestimmen das ganze Leben. Wenn das Ihre Überzeugung ist, bleiben Sie da dran. Wenn diese Aussage Ihnen zu passiv ist, ändern Sie. Jugendjahre bestimmen nicht das ganze Leben. Feilen Sie an Ihrer Kernbotschaft. Sie ist das Herzstück Ihres ganzen Vortrages. Oder Sie halten Ihren Vortrag vor einer Elite-Universität. Auch hier werden Sie nicht über Ratzingers Kochrezepte sprechen, sondern
sondern über Ratzingers Karriere in der katholischen Kirche. Eine passende Kernbotschaft könnte auch hier sein. Wer sein Ziel kennt, weiß genau, wohin er will, der macht Karriere. Oder Sie halten Ihren Vortrag vor dem Bayerischen Alpenverein. Hier werden Sie nicht über Ratzingers Theologie sprechen. Nein, Sie werden über Ratzingers Kochrezepte berichten, von seinen endlosen Wanderungen in den südbayerischen Alpen. Auch hier finden Sie viele wertvolle Kernbotschaften. Beispiel: Achtsamkeit auf die kleinen Dinge bereichern das Leben. Oder Sie halten Ihren Vortrag vor Theologen. Also werden Sie sich auf Ratzingers Theologie konzentrieren. Auch hier finden Sie schnell eine gute Kernbotschaft. Voraussetzung: überlegen Sie, wofür Ihre Hauptfigur gekämpft hat, und stellen Sie diese Figur in einen inneren Konflikt. Denken Sie immer an die Interessen Ihrer Zuhörer. Denken Sie immer an die Interessen Ihres Gegenübers. Auf welches Thema werden Sie sich konzentrieren? Das hängt von Ihrer Zuhörerschaft ab, von Ihrem Gegenüber. Welche Kernbotschaft werden Sie wählen? Das hängt von Ihrer Begeisterung und von Ihrem persönlichen Wertvorstellungen hängt das ab. Tatsache ist, Sie brauchen eine Kernbotschaft, sonst sind Sie Ihre Zuhörer von den vielen Informationen erschlagen. Ein Redner kann sehr viele Informationen weitergeben. Wenn er sich aber nicht entscheidet, was er heute dem Publikum mitgehen will, dann sollte er darauf verzichten, die wertvolle Zeit andere Leute in Anspruch zu nehmen. Wichtig: in Ihrem Vortrag ist die Kernbotschaft Ihr Helfer und Tyrann. Ihr Helfer und Tyrann wird Ihnen aufzeigen können, was in Ihren Vortrag reingehört, wo der rote Faden läuft und was gnadenlos gestrichen werden soll. Die Kunst des Vortrages besteht nicht darin, Informationen weiterzugeben, sondern Informationen wegzulassen. Die richtigen Informationen auszuwählen. Ihr Argument soll nicht nur unter Beweis gestellt werden, sondern auch ökonomisch unter Beweis gestellt werden. Andernfalls langweilen Sie Ihre Zuhörer. Sie haben nun alle Informationen gesammelt. Sie haben eine brillante PowerPoint-Präsentation. Sie haben alle Diagramme ausgearbeitet, aber am Ende müssen Sie alle Informationen auf einen Punkt bringen. Eine Aussage. Wenn ein Teil Ihres Vortrages nicht dazu beiträgt, Ihre Kernaussage zu beweisen, sollte dieser Teil gestrichen werden, gnadenlos. Kill your darling. Die Kernaussage wird also zu Ihrem Tyrann. Dieser Tyrann bestimmt, welches Element, welche Story in Ihren Vortrag reingehört und was gnadenlos gestrichen werden soll. Ohne Wenn und Aber. Kill your darling, sonst langweilen Sie. Sie haben Ihre Kernbotschaft nun in einem klaren Satz formuliert. So wird auch Ihre Kernaussage zu einem Meister, zu Ihrem Mentor. Lassen Sie sich helfen von Ihrer eigenen Kernbotschaft. Wer seinen Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind gut genug. Wenn Ihnen diese paar Impulse gefallen haben, gerne stehen wir für Sie auch in Seminaren zur Verfügung. Dort können wir das alles vertiefen, praktisch anwenden, Videotraining. Aber vor allem zuerst einmal vorweg, suchen Sie in Ihrer Vorbereitung spannende Ideen, Visionen, gute Kernbotschaften, Leitgedanken, passende Worte. Die sind manchmal etwas vergraben. Lassen Sie diese Worte in ihren reifen. Es ist das passende Wort, das uns letztlich alle verändert. Viel Spaß bei Ihrer Vorbereitung.